ist 20 nach 8. Grace, jetzt bin ich dran. Ja, doch, ich bin gleich fertig. Juwel 16? Okay, Glatzkopf. Das ist ja wohl nicht so wichtig. Du sollst doch nicht gucken, was ich hier mache. Auf Wiedersehen. Zoe! Dafür dreh ich dir den Hals um! Ich bin wieder zu das Hause. Das war ein ganz wichtiges Gespräch! Reg dich wieder ab, Dickerchen. Hey! Du weißt doch, was ich dir jetzt die Ohren. Wir werden beide damit sofort aufhören. Was ihr hier abzieht, ist ja lächerlich. Ich kam heute den ganzen Tag nicht an den Computer, weil sie mit irgendwelchen Hamstern chattet. Grace, wieso lässt du Zoe nicht an den Computer? Ich wollte doch nur noch mein Gespräch beenden. Ich wollte nur noch schnell die Bibel auswendig lernen. Computer. Und ich brauche mein Leben zurück. Ja, es tut mir leid für dich, dass ich jetzt immer so lange arbeite. Wieso tut dir das nur für sie leid? Es tut mir für euch beide leid. Aber Grace hat es noch schwerer als du, weil sie auf dich aufpassen muss. Auf ihr Aufpassen kann ich verzichten. Verstehe. Haben meine entzückenden Töchter schon ihre Hausaufgaben gemacht? Zoe! Geht nach oben und macht eure Hausaufgaben. Jetzt brauche ich den Computer. Aber Mom! Los, haut ab! Toll! Ganz toll! Mom! Schatz, lass mich hier noch schnell was für morgen vorbereiten. Ich revanchiere mich auch dafür. Ab nach oben! Buchliebhaber ist eine Gemeinschaft von Singles, die die gleichnamige Buchhandlung zu einem beliebten Treffpunkt gemacht hat. Na, das liest sich doch richtig gut. Mir fehlt noch eine Unterschrift von dir. Ich dachte, du würdest dich mehr freuen. Na, klar freue ich mich. Das war eine super Idee. Hast du überhaupt gesehen, wie viele Leute sich inzwischen eingetragen haben? Das sind ein paar hundert und die kommen alle wieder und kaufen ihr Bücher. Ja, und ich habe auch die Fotos gesehen. Damit hast du den Laden in Schwung gebracht. Ich bin stolz auf dich. Danke. Ohne mich läuft es hier viel besser. Das habe ich überhört. Du hast doch jetzt einen viel besseren Job. Ja, ich weiß. Oh Gott. Und da muss ich jetzt sofort hin. Mach's gut. Du auch. Gwen, was ist denn passiert? Naja, Christy hat heute Morgen ein paar von uns gefeuert. Das ist eine Gott. Du wusstest nichts davon? Ich hatte keine Ahnung. Die Kündigung kam per E-Mail. Viel Glück. Und davon abgesehen weiß ich nicht, wie wir ohne Muha einen vernünftigen Internetauftritt hinlegen sollen. Ich habe hier die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass unsere Website immer eine Überraschung parat hat. Und dafür brauche ich nun mal diesen Mann. Wir haben uns den Hintern aufgerissen, um dich nicht im Stich zu lassen. Und zum Dank dafür lässt du uns im Stich. Du hast doch gar keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Keine Ahnung, was dann bist du das? Du bist ahnungslos, hemmungslos und wahrscheinlich einfach nur geldgeil. Und ich bin immer noch deine Chefin und dieses Gespräch gefällt mir ganz und gar nicht, mein Lieber. Tut mir leid, aber ich kann damit nicht umgehen. Ich hab geglaubt, du wärst nicht eine von diesen Shareholdern, denn du Arschlöcher, die ein bisschen Profit über keine neue E-Mail. Was du sagst, vielleicht sollten wir besser morgen darüber weiterreden. Ich hab's versucht, aber diese dämliche Kuh hat dich überhaupt nicht verdient. Lilly? Ja. Wir haben was zu besprechen. Schließ bitte die Tür. Ich musste heute ein paar schwierige Entscheidungen treffen. Wenn ich auch gefeuert bin, dann sag es mir einfach. Nein, Lilly, du doch nicht. Du wirst hier gebraucht. Wirklich? Ja. Du bist mir schon oft eine Riesenhilfe gewesen. Das freut mich. Deshalb habe ich dich nicht in diese Nummer reingezogen. Schlimm genug, dass die auf mich wütend sind. Dich wollte ich damit nicht weiter belasten. Das war sehr lieb von dir. Wirst du mir zum Dank den Rücken frei halten? Na klar. Wenn mich jemand sprechen will, dann bekommt er einen Nachmittagstermin. Ich dachte, die Kapitalgeber waren von unserer Präsentation vollkommen begeistert. Ja, sie haben unseren Laden nicht sofort dicht gemacht, aber... Aber? Unser Laden wird nur unabhängig bleiben, wenn ich beweise, dass ich kein Weichei bin. So kommen wir an frisches Geld, ohne dass die uns einen Controller auf den Hals hetzen. Und warum sind die so misstrauisch? Sag's mir. Weil ich eine verdammte Frau bin. Oh. Und? Tot oder lebendig? Naja, erstmal lebe ich noch. Willst du ein Stück Brot mit Butter und Zucker? Nein. Das ist lecker. Einfach unglaublich, hm? Sie lässt ihr ganzes Team wochenlang rund um die Uhr durchackern, damit die Präsentation fertig wird, die ihr den Arsch rettet. Und dabei wusste sie längst, dass sie am Ende die Hälfte von uns feuern wird. Ich weiß, du versuchst mich auszuhorchen, aber sie hat mich aus der Sache rausgeholt. Sie hat Muha gefeuert. Jetzt gibt's niemanden mehr, der ihre schicke Website aktualisiert. Du machst Zucker auf Erdnussbutter? Ja. Koste mal. Lieber nicht. Tut mir leid, Lilly. Sie ist dein Boss. Und ich bring dich in Verlegenheit. Nein, aber ich... Ich weiß einfach, dass Christy im Augenblick ziemlich unter Druck steht. Ach,
Vergiss es. Verstehe. Du musst dir den Rücken frei halten. Viel Glück. Unser Techniker, Artie, der Webmaster, wirft ihr vor, dass sie alle noch mal kräftig ausgebeutet hat. Obwohl sie längst wusste, dass sie entlassen werden. Ich wette, diese Jobs bringen nichts ein. Und wenn jemand so einen Job annimmt, dann nur, um sagen zu können, ich bin ein Webmaster. Was bist du? Ich bin kein Fan von Worten wie Webmaster oder Power User. Ich würde mir auch nie meine Zunge piercen. Was ist mit heute Abend? Ich hole dich auch mit meinem Webmaster-Mobil ab. Hast du auch dein Webmaster-Cape um? Aber sicher, Baby. Und darunter bin ich nackt. Oh. Oh. Ich würde so gerne mit dir... Aber die Kinder? Ja, gestern sind Zoe und Grace wie zwei Kleinkinder übereinander hergefallen. Seitdem ich meinen Job habe, entwickeln die sich immer mehr zurück. Ich bin der Fluch ihres Lebens. Nein, so darfst du nicht denken. Ich weiß. Auch wenn du wahrscheinlich recht hast. Oh, danke. Jedenfalls muss ich heute Abend da sein, um einen, wie sagt man, Brudermord zu verhindern. Den Begriff Schwestermord gibt's ja wohl nicht. Oh nein, ich werde sicher schon im Büro vermisst. In Büros gibt's doch keine Handfeuerwaffen, oder? Naja, wir leben in einer Welt von gepiersten Zungen und verärgerten Mitarbeitern, die Amok laufen. Ich hoffe, Sie waren zufrieden. Ja, ja. Ja, danke. Die Finanzierung wurde also nur unter der Bedingung gewährt, dass du so viele Leute feuerst? Ich fürchte, ja. Du fürchtest? Das ist sicher die schwierigste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe, seitdem es uns gibt. Aber ich habe so viele Jobs gerettet, wie ich nur konnte. Christy, tut mir leid, aber wenn deine Leute per E-Mail erfahren, danke für die harte Arbeit, aber ich feuere euch trotzdem, ist das nicht unbedingt motivierend. Darum geht's jetzt aber nicht. Also ich finde im Moment jetzt vor allem darum, dass wir... Das sollten wir später unter vier Augen in meinem Büro bereden. Okay, Leute, das Leben geht weiter. Und ich hätte gerne ein paar neue Vorschläge. Irgendwelche Ideen? Also ich hätte vielleicht eine Idee. Schieß los. Okay. Unsere Website muss zum Bleiben animieren. Wir wollen eine hohe Nutzerbindung. Richtig, Lilly. Also, ich habe darüber nachgedacht, wie bindet man Menschen an unsere Website? Wie bauen wir eine Gemeinschaft auf, deren Mitglieder nicht nur kurz bei uns reinschauen, sondern immer wiederkommen? Ich finde, wir sollten virtuelle Familien zusammenfügen mit jeweils 20 Familienmitgliedern. Kennt irgendjemand von euch Kurt Vonneguts Buch Slapstick oder Nie wieder einsam? Ja, ich. Okay, also in diesem Buch wird jeder Erdbewohner an eine von 20 Familien vermittelt, damit die Menschen nicht mehr so einsam sind. Also warum sagen wir nicht, kommt auf unsere Seite und wir liefern euch eine Familie und in der könnt ihr euch erstmal beschnuppern und kennenlernen und gemeinsam etwas unternehmen. Mit Leuten, die ihr ohne uns niemals kennengelernt hättet. Wie bei einer echten Familie. Und wie bringen wir die Familie zusammen? Vielleicht über einen guten Fragebogen? Nach dem Motto, was würdest du alles retten, wenn dein Haus brennt? Oder wir fragen, was rettest du, wenn deine Seele brennt? Wow, die Idee ist gut. Da hat sich wohl jemand heftig Gedanken gemacht. Das sollten wir im Auge behalten. Was gibt's noch für Ideen? Okay, die jüngsten Ereignisse stecken uns allen noch in den Knochen. Deshalb werden wir uns vertagen. Deine Idee hat was, Lilly. Und glaub mir, dein Einsatz lohnt sich, das verspreche ich dir. Gute Arbeit. Hallo, kann ich Ihnen helfen? Ich habe gehört, hier gäbe es einen Job für mich. Hier wurden gerade ein paar Jobs gestrichen. Wirklich? Hier läuft sowas wie eine Entlassungswelle. Tatsächlich. Steckt Parker dahinter? Haben Sie einen Termin bei Christy? Ich bin Ihre Assistentin Lilly Manning. Graham Rimpalski aus Pittsburgh. Gibt's hier irgendwas zu trinken? Entschuldigung, tut mir leid. Ich... Ja, ich habe ein grünes und ein blaues Auge. Ich bin es gewohnt, dass man mich anstarrt. So was sehe ich zum ersten Mal. Viele Gesprächspartner wissen gar nicht, in welches Auge sie gucken sollen. Doch das kann geschäftlich von Vorteil sein. Ah, wieso denn? Na, weil es meine Gesprächspartner verwirrt. Voilà, das ist unsere Küche. Was würden Sie denn gern trinken?